Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Folge 30 steht an und in dieser Folge haben wir uns überlegt, wir sind mal wieder ein bisschen auswärts unterwegs, raus aus unserem geliebten Leipzig. Schauen wir doch mal in Richtung Westen in das benachbarte Sachsen-Anhalt, wo wir da doch ein interessantes Gebäude gefunden haben. Ein Gebäude, was wir so auch noch nicht allzu häufig hatten. Und ehrlich gesagt war das erste Mal, dass wir in einer verlassenen Universität zu Gast waren. Mittlerweile ist uns ja alles Mögliche vor die Nase gekommen. Egal ob Schulen, Schwimmhallen, Wohnhäuser, Villen, verschiedene Werke, Fabriken, sogar verlassene Feuerwehrwachen, Flughäfen, Militäranstalten und so weiter und so fort. Alles war dabei, aber Universitäten sind dann doch eher seltener. Kommt also mit, wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Naturwissenschaftliche Fakultät. Das hier gezeigte Objekt ist nicht mal ganz 40 Jahre alt, beziehungsweise hat man es nicht mal ganz 40 Jahre genutzt. Erbaut wurde das Gebäude im Jahr 1971, mehr oder weniger als Ergänzung mitten in der Innenstadt, und 2009 hat man dann beschlossen, okay, wir ziehen hier weg. Hier gab es nicht genügend Platz, um uns auch ein bisschen zu erweitern und umzubauen. Also ist man raus aus der Innenstadt gezogen, beziehungsweise mit dem größten Teil. Ab 2009 ist das dann alles so langsam geschehen, bis dann 2011 komplett alles leer stand und dann auch zurückgelassen wurde. Es handelt sich hierbei um die Naturwissenschaftliche Fakultät und das Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften. 40 Jahre, hatte ich bereits gesagt, wurde das Gebäude ungefähr genutzt. Danach war dann Schluss. Denkmalschutz gibt es hier leider keinen. Und man muss an der Stelle auch noch sagen, leider ist der interessante Teil bereits weggerissen. Man hatte hier eine Umgehungsstraße hinter dem Gebäude lang gezogen und dort war, so vermuten wir, der große Plenarsaal. Typisch halt für Universitäten mit so auf einer kleinen Fläche halt viele Reihen mit Sitzen übereinander, wo man halt recht weit oben sitzt und trotzdem eine gute Sicht hat, auch wenn man relativ weit hinten sitzt. Im Inneren, wie ihr sehen könnt, war nicht allzu viel zu sehen. Zwar zeugte der eine oder andere Raum sehr von Kabinetten, wie man das aus der Schule kennt, wo man dann hantiert hat im Biologieunterricht oder auch im Chemieunterricht mit Mikroskopen und verschiedenen Chemikalien, wo man dann so diverse Versuche gemacht hat. Dafür waren viele Tische noch zu sehen, wo man da das so ein bisschen nachvollziehen konnte, wo man dann verschiedene Tests gemacht hat. Sogar Tische mit Spritzschutz gab es auch, allerdings war davon nicht mehr allzu viel zu sehen. Der interessanteste Teil war unserer Meinung nach der Dachboden. Hier hatten sich bisher auch die wenigsten Leute hin verirrt, war das Gebäude insgesamt doch sehr mitgenommen. Graffitis und Vandalismus jeglicher Art, außer Brandspuren, die waren zum Glück bisher noch nicht zu finden. Auf dem Dachboden fanden wir dann allerdings zwischen einer Menge Taubenkot immer wieder einzelne Plakate, die man zur Lehrstunde genutzt hatte. Hier waren verschiedene Bakterien aufgelistet und diese Plakate müssen schon ziemlich alt gewesen sein. Zwar waren sie entsprechend mitgenommen durch die Witterung da oben, aber man hat halt gesehen, die waren halt teilweise selbst gemalt, aber doch insgesamt noch recht gut erhalten. Da blende ich euch auf jeden Fall zum Schluss noch ein paar Bilder ein zu diesem Thema.
Leider kann ich euch jetzt hier zu dieser Anlage nicht mehr erzählen, also klinke ich mich aus. Besucht uns gerne mal auf Facebook, wenn ihr da aktiv seid. Und ansonsten seid ihr immer herzlich willkommen, bei uns einen Like da zu lassen und, wenn ihr möchtet, uns auch gerne zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Hier ist alles kostenlos und werbefrei, es sei denn, YouTube verhindert das. In diesem Sinne wünsche ich euch heute einen schönen Tag, macht's gut, bis bald und ciao.